Letztes Jahr im Sommer habe ich eine Freundin hier in Brandenburg besucht. Und dann haben wir ganz viele Plakate gesehen und einen Beitrag im Radio gehört. Und dann hat sie mir davon erzählt und ich habe mich auf der Internetseite schlau gemacht und war sehr begeistert. Ich komme nun nicht aus Brandenburg, komme aus Sachsen-Anhalt, Halle. Es ist zwar von der Strecke her noch okay, aber es ist ja doch eine Entfernung und ich habe auch noch ein kleines Kind, Familie. Ja, wo man dann doch eher abwägt, ist es die richtige Entscheidung, will man jetzt das Risiko eingehen. Aber ich habe es mit Familie abgesprochen und die stehen alle voll und ganz dahinter. Und meine anfänglichen Zweifel haben sich dann eigentlich dann im Winde verweht. Dann hat mich das Studienangebot mit Herz, Hand und Hirn sehr gereizt. Und je mehr ich dann gelesen habe, desto mehr und mehr wollte ich hier studieren. Also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, es gibt keine Veranstaltung, wo ich nicht gerne hingehe. Ja, also es ist immer toll, also auch in unserer kleinen Runde macht es immer prima Spaß. Was ich besonders gut finde, ist, dass wir eben so wenig Leute sind und dadurch auch immer Zeit ist, Fragen zu stellen, zu diskutieren. Man lernt sich auch selbst ein bisschen mehr kennen und man ist eben nicht nur eine Nummer. Meine Erwartungen ans Studium waren eben einfach, dass wir direkt mit dem Patienten am Patientenbett lernen, dass es total interaktiv abläuft, dass wir in der Gruppe voneinander intensiv profitieren, dass jeder so seine Erfahrung und sein Wissen, was er vorher im Bachelor oder auch im Praktikum oder in einer freiwilligen Arbeit erlangt hat, mit einbringt. Und das ist absolut so. Also in den Polseminaren ist es tatsächlich so, dass wir an Fallbeispielen arbeiten und die jeder in irgendeinem unterschiedlichen Bereich mehr Wissen hat und das intensiv mit einbringen kann. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.